Hi Leute und willkommen zurück zu Octopath Traveler. Wir haben im letzten Part Atlasdam erreicht, haben uns ein bisschen umgeguckt und auch umgehört hier in der Stadt selber hier und möchten jetzt oben mal zum Schloss gehen. Guck mal, was uns da erwartet. Palastor, Atlasdam. Hallo? Südlich des Dorfes liegt das Stadtzentrum von Atlasdam. Oh, wir waren nur im Süden. Ne, gar nicht. Südlich des Tores. Das heißt, da wo wir gerade herkamen, das war nicht so groß. Dieser Wachmann war einst für den Schutz des Königs verantwortlich, wurde nach einer Beinverletzung jedoch auf einen ruhigeren Posten innerhalb der Palastmauern versetzt. Die Verletzung ist mittlerweile verheilt, doch er hat dies für sich behalten und genießt die Ruhe und den Frieden seines neuen Postens. Aha. Danke sehr. Verborgenes Objekt. Was auch immer das zu bedeuten hat. Nö. So. Kurz speichern. Dann möchten wir doch gleich mal unseren neuen Gefährten da ansprechen, nachdem wir das hier eingesammelt haben. Wobei, warte mal. Mit dem kann man noch reden. Einst wurde ich von hier ein äußerst wertvolles Buch entwendet. Darum stehen wir jetzt hier. Wache. Okay. Lass uns trotzdem ein Buch geben. Donnerseelenstein, Lichtseelenstein. Nö. Na komm, reden wir mit dir. Wer bist du? Cyrus. Ach ja, genau. War auf der Karte. Ja. Ich glaube, ich weiß jetzt, wer den Foliant gestohlen hat. Vielleicht sollte ich einmal mit ihm reden. Nur damit wir uns richtig verstehen. Sein Name ist Cyrus und er ist ein Gelehrter. Dies ist Atlasdam, inmitten der fruchtbaren Ebenen des Flachlandes. Hier steht die Königliche Akademie, an der viele Gelehrte Tag und Nacht forschen, um dem Königshaus und dem ganzen Land das Licht des Wissens zu bringen. Er verbringt seine Tage in den stillen Sälen der Bibliothek und liest nach Herzenslust. In dieser Bibliothek erfährt er von einem schrecklichen Diebstahl. Cyrus ist sicher, dass einer seiner Mitgelehrten der Schuldige ist und bricht alleine auf, um ihn zur Rede zu stellen. Auf diesem Weg braucht er weise Verbündete. Cyrus mitnehmen? Ja. So, Cyrus, ey, du tauschen mit Alberic, haben wir gesagt, ne? Ich meine, er ist stark und so, aber ich möchte ihn trotzdem erstmal austauschen. Ich glaube, mit Tressa, die macht guten Schaden und einen Heiler möchte ich nicht austauschen. Und sie ist halt fest. Ja. Möchten wir. So, bin ich immer gespannt. And so it was that Atlasdam was founded some 2 centuries ago. Indeed, our fair city-state is among the longest standing on the continent of Austera. But there was another city-state with a history as long and proud as our own that came to a tragic ruin only 8 short years ago. Now, who can tell me its name? How about you, Therese? I think it was... Now, now. No need to get all flustered. There's no shame in not knowing an answer, so long as you have a desire to learn. The answer is in your textbook. Go on now, look it up. Yes, Professor. Let's see. I believe it was... Hornburg? That is correct. Hornburg was ruled over by a royal family, said to be descended from priests of an ancient and long forgotten religion. On the other hand, our fair Atlasdam was founded by one of the original clans that inhabited the Flatlands. Who can tell me
How many clans lived in the Flatlands at the time? Your Highness? The histories have it that 8 clans did live in the Flatlands in those days. Correct you are, Your Highness. It was a time of great strife here in the Flatlands, as the 8 clans waged a long and bitter war. Change would come when the armies of Grandport invaded these lands some 2 centuries ago. At the time, the rulers of Grandport sought to exert their influence over territories inland. Ironically, this compelled the warring tribes to put aside their differences and unite against their common foe. Oh, but look at the time. We'll pick up where we left off next time. Don't forget to read chapters 3 and 4 before our next lecture. And be prepared to answer questions on any of the material within. Yes, Professor. Thank you for another most stimulating lecture, Professor Albright. Also, Links hat eine süße Stimme. Hello? Professor Albright, eine Botschaft aus der königlichen Bibliothek für euch. Das heißt, ihr hättet nun Zutritt zum Spezialarchiv. Splendid. Wunderbar. Endlich kann ich mit meinen Forschungen beginnen. Die Bibliothek liegt vor dem Palast. Ich mache mich gleich auf den Weg. Ich muss ein bisschen anders sprechen, glaube ich. Okay, du hast nichts zu sagen. Was mit dir? Greetings. Sein Majestät besitzt ein einzigartiges Verständnis für hochgeistige Bestrebungen. Not bad, eh? Er hat die königliche Bibliothek und Akademie gegründet, in der Menschen jeglichen Rangs kostenfrei studieren können. Oh, das ist nett. Hier. Vor uns befindet sich der königliche Audienzsaal. Es ist euch nicht gestattet, ihn zu betreten. Ich probiere es trotzdem. Hi, kann ich mich draufsetzen? Es ist mir nicht gestattet, ihn zu betreten und ich bin einfach reingegangen. Ihr seid schlechte Wachen. Was haben wir denn hier noch? Gar nichts, schade. Unten sind auch 3 Kisten. Darf ich die einfach nehmen? Oh. Sei Dank. Ihr seid noch da. Ich dachte, ich hätte euch verpasst. Die konkurrieren, was? Was kann ich für euch tun, eure Hoheit? The truth of the matter is, wenn ihr Zeit übrigen könntet, hätte ich eine Frage zu dem heutigen Gelernten. But of course. Aber natürlich, eure Hoheit. Es wäre mir ein Vergnügen, euch Antwort zu geben. Meine Rolle als Tutor ist mir sowieso ist mir ebenso wichtig wie sämtliche meiner Forschungen. Leider habe ich nicht zu viel Zeit. Ist es eine Frage, die sich rasch beantworten lässt? Indeed. Ja, Professor. Es wird nicht lang dauern. Eines an der alten Religion von Hornburg interessiert mich. Was genau haben Sie angebetet? Very astute of you. Eine sehr scharfsinnige Frage, Euer Hoheit. Nur fürchte ich, dass sämtliche Texte, die sich zu Details dieser Religion äußern, beim Fall von Hornburg verbrannt sind.
Verstehe, eine Schande. Ich vertrete allerdings meine eigene Theorie. Ich glaube, die Königsfamilie von Hornburg hat eine uralte Macht gehütet. Okay, das wird interessant. Wohlgemerkt ist dies nicht reine Spekulation. Meine Theorien basieren auf der Tatsache, dass... Entschuldigt, dass ich euch aufgehalten habe, Professor. Warten wir das ein andermal. Es wäre mir ein Vergnügen, Eure Hoheit. Dass ihr euch solche Fragen stellt, ist ein Zeichen scharfen und neugierigen Verstandes. Eure Vorlesungen zur Geschichte des Reiches faszinieren mich. Wenn ich unsere Vergangenheit nicht kenne, wie soll ich mein Volk dann in eine leuchtende Zukunft führen? Eine bewundernswerte Einstellung, Eure Hoheit. Das Volk dieses Landes kann sich glücklich schätzen, von jemandem mit solcher Art Weisheit und Güte geführt zu werden. Gelehrt. Wie auch ich mich glücklich schätze, meinen kleinen Beitrag dazu leisten zu können. Wie geht ich von euch, Professor Albright? Ich bin stolz, eure Studentin sein zu dürfen. Ah. Oh je, ich bin spät dran. Good day. Vergesst bitte die Hausaufgabe nicht, Eure Hoheit. Farewell. Selbst reden, Professor. Ah, Therese. Ah, hallo, Therese. Vielleicht brauche ich gar nicht sprechen, er macht das so. Toll, sie redet jetzt nicht. Nein, einen schönen Tag noch, Professor. Sie ist ganz schön schüchtern. Okay. Was mit dir? Hallo. Gleich hinter diesem Tor findet ihr den Palast von Altersam. Im Osten findet ihr die Königliche Akademie, an der sie die besten Denker des Reiches ihre Ausbildung erhalten. So, an der die. Ach, so. Okay, wir gehen trotzdem auch noch wieder rein. Weil ich möchte eigentlich noch mal kurz die Leute hier beklauen. Erweckungskraut. Anregende Pflaume. Okay. Und eine Heiltraube. Ja. Und wir waren rechts auch noch nicht unten, ne? Der redet nur. Der da redet mit uns. Donnerseelenstein. Hi. Was wollt ihr? Ich habe hier nichts für euch. Ehrlich. Okay. Haben wir oben rechts jetzt schon? Ich glaube ja. Wenn nicht, egal. So. Da kommen wir nicht hin. Okay. Hallo? Südlich ist das Haus, der Stadtzentrum von Atlasdam. Alles klar. Wir dürfen aber jetzt hier rein, ne? Jawohl. It's me, Cyrus. Guten Tag, ich heiße Albright, Cyrus Albright. Und ich hoffte, im Spezialarchiv stöbern zu können. Oh, Professor Albright, ihr scheint so energisch heute. Oh, ich hörte, es wäre ein gestiftetes Exemplar von Die Kirche der Heiligen Flamme, eine Gesamtdarstellung eingetroffen. Das muss einfach als erster in Augenschein nehmen. Oder ich muss das als erstes in Augenschein nehmen, irgendwie so. Ihr seid besser über unseren Bestand informiert als wir Bibliothekare. Wenn ihr euch hier eintragen mögt.
With pleasure. Gewiss. Stimmt etwas nicht. Actually. Für jemanden, der als brillantester Geist der Königlichen Akademie gilt, seid ihr, wenn es um Bücher geht, so aufgeregt wie ein Schuljunge. Und hat eine ziemlich schlechte Handschrift. So wollte ich das nicht sagen. Und doch, wie ein Kind von einem neuen Spielzeug fasziniert ist. So erregt mich die Aussicht auf neues Wissen. I see. Zweifellos, der Ausdruck auf eurem Antlitz spricht Bände. Gut, es scheint alles in Ordnung zu sein. Alles seine Ordnung zu haben. Viel Vergnügen in eurem Streben nach Wissen, Professor. Many thanks. Vielen Dank, das werde ich gewiss haben. Ich mag seine Ausdrucksweise nicht. Dass der erste wieder rausfliegt. Seltsam. Der Foliant ist nirgendwo zu finden. Ah, das ist ein Spezialarchiv im Keller, wa? Hat ihn niemand ins falsche Regal gestellt? Hier ist auch nicht. An interesting dilemma. Diese Archive werden strengstens überwacht und gepflegt. Wohin mag es nur verschwunden sein? Professor Albright. Mercedes. Professor Albright, der Schulleiter möchte euch umgehend sprechen. Ausgerechnet jetzt. Ah, könntet ihr mir einen Gefallen tun? Das wäre das. Und was wäre das? The truth is. Der Foliant, den ich erwähnte, ist nicht aufzufinden. Könntet ihr ihn für mich suchen? I see. Nicht aufzufinden? Ich werde sofort nach ihm suchen, Professor. Many thanks. Vielen Dank, Werteste. Ah, okay. Cyrus Albright, by your request, sir. Do enter. My apologies for summoning you on such short notice. How might I be of assistance, Headmaster? That treatise on arcane studies you published. What in the gods' names were you thinking? Sir? I do believe I made my hypothesis perfectly clear. I'm not talking about your hypothesis. You went out of your way to cite one of the texts in our special archives. The knowledge housed in those tomes is the Royal Academy's greatest treasure. It is not to be divulged to the public at your whim. Laying it bare in one of your silly papers is out of the question. I am fully aware of the value of those tomes, Headmaster. It is for that very reason I would share the knowledge with my peers. You are to share nothing! That wisdom is for the Academy and the Academy alone! But that goes against everything. Enough, Cyrus! Even my best argument is sure to fall on deaf ears. The Headmaster sees knowledge as a medal or precious stone. Something to be appreciated by its rightful owner alone. Knowledge is power, and power is to be hoarded. An unfortunate attitude, indeed. My sincere apologies, Headmaster. It won't happen again. Is there anything else you need of me? That is all. You may go. Wait!
There was one last thing. Sir? I heard the Special Archives will be closing early today. If you have research to do there, I would do so quickly. Good gods. It's as if he enjoys watching me suffer. Thank you for your concern, Headmaster. In that case, I'll be on my way. Ja, wissen es macht oder wie. Excuse me. Was ist das? What's the matter? Oh, das muss ich jetzt selber. Es geht um Professor Albright, Herr. Was haben die zu bequatschen? Ich gehe mal hier links lang. Oder auch nicht. Ich dachte, da wäre vielleicht irgendwas versteckt, dass man da vorbei kann, aber nein. Hi. Oh, das ist die alte Königliche Akademie unserer ganzer Stolz. Ob arm oder reich, alle, die nach Wissen streben, sind hier willkommen. Außer für das Spezialarchiv. Aber ist okay. So, wir sprechen mal kurz. So, dann gucken wir doch mal. Kann ich irgendwie rechts runter? Weil war so ein Holzverschlag, da wäre ich gerne mal durchgegangen, aber sieht so aus, als wenn wir da nicht durch dürfen. Okay, hier waren wir schon. Vielleicht sollten wir ihnen auch nochmal Ausrüstung oder sowas geben. Müssen wir mal gucken. So, wir sollen nochmal hier rein, weil wir nicht viel Zeit haben, oder wie war das? Und sie sollte nach dem Buch suchen. Albright. A moment of your time. Hattet ihr Glück mit den Folianten? My apologies. Ich fürchte nicht. Say it is not so. Nun, das ist äußerst bedauernswert. Man könnte daraus schließen, dass es gestohlen wurde. Actually. Professor? Diese Dokumente sind ausschließlich zum Nachschlagen gedacht und dürfen nicht mitgenommen werden. Und einen Schlüssel haben nur wenige Vertrauenspersonen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ausgerechnet hier etwas gestohlen wurde. Es wurde also länger ausgeborgt. Oho. Ein verschlossenes Gewölbe. Ein verschwundener Foliant. Wir sehen uns mit einem richtigen Rätsel konfrontiert. Und die Rätsel der Welt wollen gelöst werden. Zumindest glaube ich das als Gelehrter. Meint ihr nicht auch? Wenn er gestohlen wurde, würde ich sagen, das ist eine Aufgabe für die Palastwache. Aber ich sehe schon, ihr werdet ihn nicht locker lassen, bis ihr den Fall geknackt habt. Indeed. Das kann man wohl so sagen. Eine Angewohnheit, die ich einfach nicht ablegen kann. Wenn mir ein Rätsel vorgelegt wird, kann ich nicht ruhen, bis ich eine Lösung gefunden habe. I see. Nun, dann möchte ich natürlich nicht im Wege stehen. Es ist bestimmt hart, ein Genie zu sein. Leave it to me. Das habe ich öfter gehört und kann es nicht verleugnen. Keine Sorge, ich stöbere den ganzen Folianten im Nu wieder auf. Okay. Take care. Gut, vielen Dank und viel Glück bei der Suche. Time to do some research. Und das Spiel hat begonnen.
Aber wo mit der Suche beginnen? Ich sollte mal Mercedes fragen, wo die Schlüssel zur Bibliothek verwahrt werden. Die Wache am Eingang wird wissen, wer in letzter Zeit regelmäßig in der Bibliothek war. Ebenso wie meine gelehrten Kollegen. Dann sollte ich dem Schulleiter vielleicht auch einen Besuch abstatten. Okay, Cyrus kann via Studieren von Stadtbewohnern neue Erkenntnisse erlangen. Ah, okay. So, wir haben also 3 Punkte, die wir ablaufen können. Ich würde sagen, ich beende erstmal hier den Part und dann gucken wir mal, ob wir das Rätsel lösen können, wer das mitgenommen haben könnte. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.